Hallo zusammen, mich hier ist wieder heute Lahn, und heute bin ich wieder für euch in der WoW Fan unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide aufnehmen. Heute geht es einmal um ein Achievement in den Tiefen. Und zwar haben wir das einmal unter Tiefen und dann Wolf Inn. Und hier haben wir den Erfolg, einfach weiterschwimmen. Und dieses Achievement, dafür müssen wir Folgendes machen. Schließt erfolgreich eine Kobi-Tiefe auf Stufe 8 oder höher ab, ohne außer Atem zu geraten. Was sind jetzt Kobi-Tiefen? Und zwar sind es die, wo ihr Wasser habt und schwimmen müsst. So wie ich das sehe, ist es einmal Takretan Abgrund, ne? Das ist die erste Kobi-Tiefe. Und die zweite, die ich gesehen habe, ist der Erdsturz. Also in beiden habt ihr quasi so einen Schwimmparcours. Ich bin mir jetzt nicht sicher, es könnte sein, dass in der anderen das auch noch mit dabei ist. Aber ihr braucht es eh nur in einer, also eine von den beiden soll es tun. Und jetzt müssen wir Stufe 8 freischalten. Also ihr müsst die einzelnen Stufen hochspielen. Am Anfang der Tiefen können wir das ja einmal festlegen, was wir da mitnehmen. Und jetzt ist es so, wenn ihr da in das Wasser reingeht, dann kriegt ihr ja eigentlich diesen Wasseratem-Buff. Gut, ich habe die jetzt schon abgeschlossen, dementsprechend ist da jetzt dieser dauerhafte Buff, aber ihr habt ja eigentlich diesen Atembuff und dieser darf in der kompletten Tiefe nicht auf Null gehen. Wui, kriegt ihr den jetzt wieder hoch? Ihr lauft halt hier in diese Orbs rein, ne? Das hält immer nur temporär und später kriegt ihr ja auch einen extra Button, wo ihr euch auch das holen könnt. Also wenn, dann seid ihr jetzt quasi, habt ihr Skill in Anführungszeichen und schafft es immer rechtzeitig in die nächste Orb reinzukommen, die euch wieder voll auflädt. Oder ihr trickst ein bisschen. Wie können wir tricksen? Naja, es gibt einmal die Option als Druid, Wassergestalt. Relativ easy. Ihr könnt hier auch den Buff vom Hexenmeister hernehmen, unendliche Wasseratmung. Den könnt ihr benutzen. Ihr könnt euch aber auch einen Trank mitnehmen. Es gibt Trank der Wasseratmung oder das Nockenfeuer-Elixier, wenn ihr zum Skelett werdet. Also alle diese Buffs geben euch unendliche Wasseratmung und dann ist das Ding hier free. Ne? Dann dürft ihr halt bloß nicht sterben, dass euer Buff nicht weg ist. Und sonst ist das eine Free-Geschichte. Aber selbst ohne diese ganzen Buffs ist es durchaus möglich, auch das Achievement in einen von diesen beiden Devs zu machen. Man muss es halt bloß auf 8 machen und dann halt, wie gesagt, den Buff nicht auslaufen lassen. Yuji, das war's dann eigentlich soweit mit dem kleinen Achievement-Guide. Mehr gibt es hier tatsächlich nicht zu beachten. Sollten noch irgendwelche Fragen offen sein, schreibt die gerne in die Kommentare. Und sonst sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dahin. Ciao.